Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer. Dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem. Von Marlies Jahnke und Heidrun Westen. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Osborne Clark. Seit etlichen Jahren eine der führenden Venture-Capital-Berater in Deutschland und Europa. Osborne Clark berät als internationale Wirtschaftskanzlei Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren sowie Unternehmen auf der Suche nach innovativen Geschäftsideen in allen praktisch relevanten Fragen des Wirtschaftsrechts. Mit umfassender Erfahrung und einem tiefen Verständnis der Kernbranchen Tech, Media, Life Science, Energy und Financial Services. Danke an Osborne Clark. Heute geht es um Senior Entrepreneurship und wir freuen uns riesig über unsere Interviewpartnerin. Sie hat ihren 70. Geburtstag schon ein paar Jahre gefeiert, welch Beweis, dass es zum Gründen nie zu spät ist. Im Fokus ihres Startups ist das Produkt City Caddy, eine stylische Gehhilfe samt Einkaufstrolley. Herzlich willkommen, Elke Jensen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. Liebe Elke, so schön, dass du da bist mit deiner tollen Energie. Erzähl uns doch mal kurz, welche Mission dich treibt. Was ist mein Anliegen? Ja, ich möchte einmal natürlich mein eigenes Unternehmen nach vorne bringen. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, ob meines Alters, auch das Glück habe, vielleicht an manchen Stellen so ein bisschen ein Role Model zu sein. Absolut. Cool. Super. Und bevor wir uns genauer den City Caddy anschauen, möchten wir ein bisschen was über dein Lebensweg erfahren. Der Lebensweg ist lang. Ja. Also, wir kennen dich als erfrischend, unternehmungslustig und auch ziemlich cool. Erzähl uns deinen Werdegang. Du hast in Kiel studiert, das weiß ich, aber erzähl du. Ja, ich bin eigentlich gebürtige Kielerin, dann aber auf dem Land groß geworden, so ein bisschen Landei. Und dann habe ich aber schon immer das Thema gehabt, ich wollte schon als Kind Innenarchitektin werden, obwohl ich nicht so genau wusste, was es war. So, auf dem Land kennt man das nicht so, aber ich fand es cool. Und dann habe ich aber, als es dann soweit war und ich auch in dem richtigen Alter war, habe ich dann das Thema Design, Produktdesign an der Mothese-Schule in Kiel studiert. Mhm. Dann, ja, nach dem Studium... Ich war dann auch mal ein paar Jahre verheiratet, da hat es mich in den Süden gezogen, da habe ich im Fränkischen gelebt, in dem wunderschönen Bamberg, habe aber dann in Würzburg weiter studiert, dort meinen Abschluss gemacht. Ich bin also Designerin des Grad, das ist etwas, was es heute gar nicht mehr gibt. Wie heißt das? Die Graduierungsurkunde, das gibt es gar nicht mehr. Das war früher das Übliche, was man an den Fachhochschulen gemacht hat. Also deswegen, also graduierte Designerin. Toll. Und ja. Du hast erzählt, dass du in Kiel an der Mothese studiert hast. Mhm. Ne? Wann war das? Jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Okay, ungefähr Anfang so? Der 70er. Ja, Ende der 60er, Anfang der 70er. Wir haben also mit dem Streiksemester angefangen. Das waren ja die ganz wilden Jahre. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also da hätte ich auch sehr gerne studiert. Ich bin studiert. So ein 68er-Kind. Ne? Also ich hab tatsächlich noch Leute aus der RAF kennengelernt. Ne? So oh, wow. Geil. So Hippie, Flower Power. Ja. Mega. Ja. Und Mothesius, also kenne ich jetzt, ich habe ja auch viel mit Designern zusammengearbeitet, ist für mich jetzt wirklich so ein super Qualitätsstempel. Also alle Designer, die ich kenne, die an der Mothesius studiert haben, waren wirklich exzeptionell, vor allem konzeptionell sehr stark. Insofern, wow, beeindruckend. Du hast dann aber nicht gleich als Designerin gearbeitet, sondern was hast du gemacht nach dem Studium? Ja, ich war ja dann in Bamberg, dann musste man natürlich da etwas machen, was es da gab. Ich habe als Interior Designerin gearbeitet, nicht als Produktdesignerin. Mhm. Also das habe ich dann, also Innenraumplanung, das habe ich dann im Angestelltenverhältnis gemacht. Dann habe ich, ich springe ja ein bisschen schneller, weil das Leben doch sehr lang war. Dann habe ich auch... Spannend. Sehr spannend, ja genau. Dann hat es mich wieder durch die Liebe nach Hamburg gezogen. Dann war die Liebe weg, aber ich war in Hamburg. Und dann habe ich auch hier... als Interieurdesignerin gearbeitet für verschiedene große Möbelhäuser. Und dann habe ich dann in den 80ern, habe ich mich dann das erste Mal, in den 80ern, Gott, da wart ihr eine Idee. In den 80ern habe ich mich... Nee, da waren wir schon mehr als eine Idee, aber danke. Da habe ich mich dann selbstständig gemacht
mit einem Geschäft, das hieß Form und Funktion. Da habe ich dann so das Thema Design und Kunst vermittelt und verkauft an einem bestimmten Ort hier in Hamburg. Toll. Das war so meine erste Hamburger Stelle. Dann habe ich gedacht, das ist schwierig. Ich wollte das trennen. Also Design und Kunst wollte ich trennen. Dann habe ich für mich also das Design weiterhin geführt. In den 80ern war es auch sehr üblich, dass die Leute sich extra Dinge machen ließen für ein ziemlich nettes Salär. Ja. Also da habe ich auch ganz gut Geld verdienen können. Und dann war es aber so, dass ich die Kunst gesondert wollte. Und ich hatte immer eine große Achtung vor Künstlern und hatte immer eine Lust, da auch was zu wagen. Da war ich natürlich manchmal sehr waghalsig. Da war ich dann in Eppendorf, hatte eine kleine Fabriketage und habe sehr experimentelle Gegenwartskunst gezeigt. Also ich habe mit Design das Geld verdient und mit der Kunst es rausgehauen. Okay, also und in die Künstlerkreise warst du oder die kanntest du? Einmal durch die Mottese-Schule und dann wächst das ja immer weiter, ne? Dadurch, durch Interesse kommst du immer an neue Künstler. Also das bildet sich dann so weiter, ne? Und hast du dann auf deinen Vernissagen hast du die Auftraggeber für das Interior Design gefunden? Die Vernissagen waren natürlich etwas, da habe ich mein ganzes Netzwerk, ohne es willentlich zu tun. Ja. Aber darüber ist mein Netzwerk entstanden, was mich später jetzt auch für City Caddy trägt. Das muss ich dazu sagen. Okay. Mhm. Und dann hast du noch eine Professur übernommen. Ja, über meine Galerie habe ich auch Olaf Wulff damals kennengelernt und der hatte die AMD gegründet und hat dann, erstmal war das eine Fachschule und wurde dann nachher Hochschule bei der Fresenius und im Rahmen der Hochschultätigkeit habe ich dann für Interior Design oder für das Fach Design auch da eine Professur bekommen. Und da warst du satte 15 Jahre? Insgesamt 15 Jahre, das war so meine letzte berufliche feste Tätigkeit. Es war eine halbe Stelle. Also ich habe mein freies Design, meine freie Tätigkeit immer weitergeführt. Und also ich brauche auch so, ja, ich bin ein Mensch, der etwas gerne wagt, aber auch immer ein Stück Eigeninitiative. Dann werde ich viel besser. Ich brauche Freiheit, dann werde ich stärker. Ja, und das die Freiheit hast du genutzt. Denn ich frage mich jetzt ein bisschen, wo kam dann die Inspiration her, dieses Wagnis einzugehen, wirklich ein Produkt auf den Markt zu bringen, nämlich den City Caddy. War die Inspiration über die jungen Studenten oder über die Professur oder über, wo kam das her? Nein, das war mein ureigenstes Anliegen. Ich habe immer schon beobachtet, also ich hatte als Kind Gelenkräume. Also gehen ist für mich ein ganz, ganz hoher Stellenwert. Und ich habe immer schon beobachtet, was gibt es da? Und dann hat mich das sehr traurig gemacht zu sehen, überwiegend, also inzwischen sind auch Rollatoren ja schönere Objekte geworden, aber dieses Thema des Rollators hat mich alle die sozusagen eine gewisse Unterstützung brauchen, immer so traurig aussehen lassen. Und da habe ich gedacht, da müsste es doch was geben. Das habe ich schon in der Endzeit meiner Hochschultätigkeit gehabt, dass ich gedacht habe, muss doch was sein, was dieses Thema auch praktisch und ästhetisch und viel stadttauglicher hat. Und dann habe ich gedacht, wie kann, also das hat mich da schon so, da war schon die erste Zeit, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und als ich dann in den Ruhestand getreten bin, da hatte ich endlich die Zeit, mich diesem Thema ganz zu widmen. Als Inspiration war eigentlich eigene Idee, das eigene Beobachten, dass ich sage, da muss es was geben. Ich habe immer ganz kess gesagt, es muss doch sowas Schickes geben wie genau, ein Prada-Rollator. Ja, genau, dieses Stilvolle. Ja, es muss, also mit dem Alter verliert man doch nicht seinen Geschmack. Und dann hast du so eine Mischung aus Rollator und Hacken-Porsche gemacht? Ja, das Ganze kam, ich habe Bücher voll geskribbelt und die sahen immer wie Rollatoren aus. Und dann habe ich gedacht, verrückt, das will ich doch nicht. Rollatoren gibt es, die braucht man nicht nochmal machen. Und dann saß ich im Bus und habe dann an so einem Kinderwagen gesehen, da stand das Wort Caddy. Und da habe ich gedacht, ja, über den neuen Begriff, mein Teil wird ein City Caddy. Und über den neuen Begriff sind mir auch neue Formen eingefallen. Und mit wem hast du das dann wie weiterentwickelt? Also saß im Bus, hast diese Inspiration gehabt, nachdem du schön Design Thinking mäßig, was ich ja auch toll finde, ja, also immer wieder toll, dass Designer eben doch anders arbeiten und anders denken. Man scribbelt so vor sich hin und dabei entsteht was, dann sieht man irgendwo was und dann entwickelt sich was Neues. Den Prozess finde ich immer wieder total schön. Wie und mit wem hast du dann, bist du dann weitergegangen und hast diese
dann sozusagen auch deine Firma daraus entwickelt? Naja, erstmal bin ich mit mir selbst weitergegangen. Dann habe ich, wie es Designer machen, dann habe ich kleine Modelle gebaut. Dann habe ich Proportionsmodelle in 1:1 gebaut. Also mein Keller ist voller Prototypen, Vormodellen, Modellen. Und dann habe ich, weil ich gedacht habe, diese Idee, ich wollte unbedingt etwas machen mit dem Stadttauglichen, das also zum Schieben und zum Ziehen ist. Das heißt, etwas, was mich stützt, womit ich aber auch besser in Bus und Bahn komme als mit einem Rollator. Und wo ich auch gut durch den Zug komme, von der Form her. Und dann habe ich sozusagen das erstmal über Proportionsmodelle 1:1, die nicht alleine standen, musste meine Freundin festhalten, damit das Ding nicht zusammensackt. Und dann habe ich das Glück, mein Bruder hat eine handwerkliche Firma, also und der hat mir dann das erste Modell in Hart. Ich habe ja keine große Werkstatt. Ne? Der hat es dann in Aluminium mal gebaut und dann sind dann noch so alte Kinderwagenräder rangekommen. Und da wusste ich, aha, die Idee des Schiebens und Ziehen funktioniert, also zumindest in der Grundidee. Ja, also ich kann mir das vorstellen, dass also du entwickelst da einen Prototypen, hochgradig authentisch natürlich vom Produkt her. Aber dann bist du ja nicht zu einem Hersteller gegangen und hast gesagt, ich verkaufe die Idee, sondern es kam wirklich zur Gründung. Und den Schritt habe ich noch nicht verstanden. Ja, ich wollte das ja erst so. Ich habe gedacht, ja, das ist doch eine coole Idee. Ich gucke doch mal, ob nicht einer mir diese Idee in Lizenz abnimmt. Wie so ein Designer erstmal denkt, ne? Aber die haben mich aber gesehen und die haben sich alle so schnell umgedreht, so nach dem Motto, eine Alte mit einer Idee. Also, sagen wir uns wieder so. Also, deshalb wollte man gar nicht angucken. Und dann habe ich gedacht, dann eben nicht. Dann mache ich es selbst. Ja, toll. Und dann hast du gegründet. Dann habe ich noch eigenfinanziert. Ich habe ziemlich viel eigenes Geld da reingesteckt, weil ich an diese Idee sehr geglaubt habe. Weil ich denke, der Bedarf ist da. Das habe ich gesehen. Habe ich über Beobachtung gesehen und habe gesagt, jetzt nehme ich mein ganzes Restgeld zusammen, hau das da rein und lass es erstmal auch fertigen von einem Fahrradhersteller. Der war nämlich auch, also über mein Netzwerk bin ich dann an diesen Fahrradhersteller gekommen in Bielefeld, der auch bereit war. Man muss ja auch erstmal jemanden finden, der mit einem bereit ist, das für ein halbwegs bezahlbares Salär zu machen. Und die haben mit mir weiterentwickelt. Da gab es einen jungen Ingenieur, der auch Spaß dran hatte. Und dann haben wir bei denen das erstmal so die ersten Prototypen, die man schon Menschen zeigen konnte, weiterentwickelt. Okay. Unendlich viel Dinge liegen im Detail. Also Hardware, die auf der Straße funktionieren soll, ist eine Herausforderung, dass ich würde sagen, die Königsdisziplin im Gründen. Okay, wow. Und ist der heute Partner geworden oder hast du ganz alleine gegründet? Nein, ich habe alleine gegründet. Ich habe alleine gegründet und habe, weil ich nachher Geld brauchte, stille Gesellschafter. Durch mein Netzwerk kenne ich auch eine ganze Reihe im Schwerpunkt Frauen, auch mein Bruder ist mit dabei, mein Neffe auch. Also Family and Friends sind die Investoren, die Risikoinvestoren gewesen. Als ich noch nicht wusste, ob irgendwer mir je das Teil abkaufen wird. Du sagst deine Risikoinvestoren, das heißt, die sind jetzt auch beteiligt an deiner Gesellschaft oder haben sie dir Geld geliehen? Wie ist Nein, das gelaufen? Das Erste, ich habe sozusagen über einen kaufmännischen Berater, auch über einen Freund, haben wir mal ausgemacht, was haben wir denn hier eigentlich, was können wir als Wertgrundlage setzen? Und davon habe ich jetzt quasi 30% von diesem genannten Wert verkauft, also an die Risikobeteiligung. Und das habe ich auf 10 verschiedene Menschen gesplittet damit, falls es alles die Bachgas runtergeht, ich nicht, dann nicht. Das waren auch Menschen, die es konnten, aber damit nicht einer eine riesige Summe hat, sondern ich habe da über diesen Weg 100.000 Euro zusammengetragen. Und das ist für mein Gefühl schon Geld. Ne? Ja, absolut. Super. Und gibt's da einen Plan, wie das wieder zurückfließt an die Gesellschaft? Ja, das waren stille Gesellschaft, die haben Anteile. Das ist also, beim Exit würden sie entsprechend ihrer Summe kriegen, beziehungsweise wenn das in die Gewinnzone kommt, kriegen sie ihre Anteile per Gewinnauszahlung. Ne? Okay, also da seid ihr so, ich meine, weil ein Exit ist ja, den muss es auch geben. Ja, genau. Der ist nicht eingeplant gewesen von vornherein. Okay. Erstmal haben alle gesagt, komm, wir kennen dich so gut und wir wissen, wenn du was anfängst, dann bist du dabei und nicht so schnell vom... Und alle wussten, sie werden auch irgendwann alt und brauchen auch im Zweifel City Caddy. Ja, mein Alter, teilweise. Ja, genau. Haben die alle schon einen auch?
Ja, die, na, nicht alle. Eine hat, die hat ihn sogar noch gekauft auch noch. Oh wow. Also, eine hat einen, stimmt. Die ja. andere noch nicht. Nein. Okay, ich versuche das nochmal chronologisch hinzubekommen. Wann hast du dann gegründet? Also ich habe chronologisch angefangen habe ich mit 2015 und habe da auch schon mal die Wortbildmarke sichern lassen. Gegründet habe ich zwar Ende 2019, also kurz nach meinem 70. Geburtstag. Auf den Markt gekommen mit dem City Catty bin ich, also veröffentlicht das erste Mal 2021 im April. Den ersten ausliefern konnte ich dann 2021 im September. Okay. Und du hattest gesagt, dass deine Caddies am Anfang von einem Fahrradhersteller produziert werden. Macht er das immer noch? Wer produziert jetzt? Nein, der ist unheimlich kniffelig in der Fertigung. Mhm. Und also jetzt fange ich bei dem vierten Produzenten an. Okay. Ich habe schon drei. Ja. Nein, ich habe in Sonne, die haben das Handtuch geschmissen. Ja. Der Fahrradhersteller aus dem Grunde, weil in der Pandemie die so viel zu tun hatten, dass sie mich da nicht mehr gebrauchen konnten. Ja. Dann bin ich zu Malapert und Matz gegangen. Das ist hier ein Hamburger. Das waren unheimlich tolle Ingenieure, die auch Spaß da hatten. Die wiederum waren zu klein. Die konnten nicht rechtzeitig liefern. Okay. Dann haben sie gesagt, ey, das hat keinen Zweck. Ne? Also bitte, auch ich bin mit allen immer noch im guten Benehmen. Ja. Dann bin ich zu einem nächsten gegangen. Das ist in Sangershausen, wo auch meine Taschen hergestellt werden. Ja. Also ich habe den Taschen in Sangershausen und ich habe dann eine Firma gehabt in Sangershausen mit Taller. Aber auch die waren am Ende zu klein. Und jetzt bin ich in Baden-Württemberg, in Hettingen. Und jetzt habe ich einen sehr gut ausgestatteten, also einen größeren Mittelständler mit 150 Personen. Also der Lust hat an dem Produkt, der auch die ganzen technischen Voraussetzungen hat, um seriell so präzise zu arbeiten, wie es der Caddy erfordert. Ja, toll. Also richtig schöne süddeutsche Wertarbeit. Baden-Württemberg in der Schwäbischen Alb. Ja, genau. Und wie vertreibst du die Caddies? Soweit ich weiß ja auch gar nicht nur in Hamburg oder nur in Deutschland. Nein, also wir haben Stationen. Also mein Hauptvertrieb ist in Hamburg. Mhm. Das macht eine Frau. Ich bin so in der näheren, freien, festen Allianz überwiegend mit Frauen unterwegs. Ja. Die Fertigung im Stahlbereich sind überwiegend Männer. Das geht so ganz klassisch. Ja. Überwiegend aus Hamburg und dann über online. Wir machen es über die Website, vertreiben wir. In Wien haben wir eine Station. Dann, was heißt eine Station? Das ist also ein Geschäft? Ist ein Geschäft. Da ist es ein Fahrradhändler, der das... Also wir nennen das Station, weil das alles noch Menschen sind. Wir können nicht in den klassischen Einzelhandel, wir können die Marge nicht abdrücken. Dann wären wir so hoch im Preis, dass wir gesagt haben, wir brauchen Menschen, die das entweder mitziehen, weil sie uns sowieso kennen. Also noch läuft das über Kennen und der sagt, das ist so toll, das mache ich für ein kleineres Salär. Wir haben jetzt neu ist, und das freut mich sehr, eine junge Unternehmerin, eine ganz tolle Frau aus London, die sich bei mir gemeldet hat. Familie ist in Hamburg, lebt schon 15 Jahre in London, in Nottingham studiert und ist eigentlich Naturwissenschaftlerin und Geschäftsführerin eines Riesenunternehmens. Und sie sagt, ich brauche was für mein Herz. In England gibt es nichts, was ältere Menschen unterstützt und was sozusagen das ausmacht. Und sie war erst am Überlegen und hatte mit ihrer Mutter gesprochen, soll ich das neu entwickeln? Und da hat die Mutter gesagt, Mädchen, in Hamburg gibt es was. Toll. Und dann hat sie mich angerufen und dann haben wir uns geeinigt. Und das wird jetzt auch fürs nächste Jahr anlaufen. Toll. Toll. Ich wollte gerade sagen, Linksverkehr. Aber ja, nee, alles. Dem Caddy ist das egal. Du hast das eben so witzig gesagt, dann läuft das übers Kennen. Und was ich so irre finde, Elke, ist, dass du ja noch gar nicht so lange auf dem Markt bist und begrenzte Outlets hast. Aber jeder kennt das. Ich gebe dir ein Beispiel. Heidrun und ich haben vor 3 Jahren ein Buch geschrieben. Ja. Du bist als Role Model selbstverständlich drin mit diesem City Caddy. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir da drauf gekommen sind, aber sicherlich über deine unfassbare Medienpräsenz. Als ich ein bisschen recherchiert habe, ist mir gleich ein Bild aufgeploppt, wo die zweite Bürgermeisterin Hamburgs, Katharina Fegebank, sich im Rathaus mit einem City Caddy fotografieren lässt. Ich meine, das ist eine Medienpräsenz. Elke, wie machst du das? Ja, also da muss ich sagen, ich habe
bisschen Erfahrung habe ich in meinem Leben ja dann auch gesammelt. Und ich habe gedacht, wenn ich etwas habe, was eigentlich noch keiner sucht, was eine neue Produktkategorie aufmacht, das heißt ein neuer Begriff und etwas, was es einfach noch so nicht gibt, dann muss ich das unheimlich in die Öffentlichkeit husten. Und ich habe sehr früh, also schon gleich, nachdem ich auf dem Markt bin, ich habe eine freie PR-Frau. Und wir sind, glaube ich, ein super Team. Also die mich, ich muss mal sagen, PR-mäßig vermarktet, das ist zum Küssen. Also das ist, da bist du, glaube ich, auch ein sehr dankbares Objekt, muss man jetzt vielleicht auch mal sagen. Ja, also wir haben dich auch sehr gerne hier. Ja. Aber Respekt, wie ihr das geschafft habt. Ja, weil ich weiß nicht, wie viele Printartikel mir angezeigt wurden. Ja. Einfach wenn man Google aufruft, wie viel YouTube und wie viel TV-Auftritte du schon hattest. Also wirklich toll. Ja, nein, das war mir klar. Die ist monatlich sozusagen für mich im Einsatz. Das habe ich auch sofort gemacht. Habe ich gedacht, das muss sein. Unbedingt. Ja. Aber du bist ja auch wirklich ein toller Typ. So, und ich finde immer, wir hatten das eben auch schon in einem Podcast, im Recording. Es ist alles eine Frage der Energie. Also, was strahlt man aus? Wo sitzt das Herz am rechten Fleck? So, diese ganzen Geschichten, das strahlst du halt aus und das merkt man dir total an. Da kommen wir später nochmal dazu. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast gerade schon mal so ein bisschen Wien und London angesprochen und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Also nächstes Jahr England, haben wir schon gehört, wird geconquered here from the continent. Wie wollt ihr wachsen und mit welchen Zielen? Ja, jetzt bringst du mich immer so ein bisschen in Verlegenheit. Du kannst so ein bisschen vage bleiben. Ich bin keine BWLerin, das wollte ich nur sagen. Das ist so das... Zum Glück. Genau. Also natürlich wollen wir wachsen und wir wollen ganz mächtig wachsen. Ich bin jetzt nicht so, die sagt, ja, also wir hatten schon dieses Jahr 300 geplant, haben es aber nicht hingekriegt. Man planen kann man ja viel. Ja. Mhm. Und für mich ist das immer so schwierig. Ich komme mir dann immer wie so eine Lügnerin vor, wenn ich was... Kein Startup-Gründer erfüllt ja seine Startup, also diese Hockeystick-Ziele, das ist ja albern. Ja. Aber trotzdem wollen wir ja ungefähr mal wissen, so, wo geht's denn hin? Du musst gar nicht zahlen, dann kannst du absolute Zahlen, dann kannst du mit Prozenten arbeiten. Ja, nein, wir haben so überlegt, was können wir in der jetzigen Konstellation bewerkstelligen? Wir könnten 500 bis sogar 1000 in dem jetzigen Zustand bewerkstelligen. Und das wäre schon eine richtig, richtig stattliche Summe. Wir streben es an. Wir streben es an in einer absehbaren Zeit, so muss ich es mal sagen. Mhm. Und meine Mitstreiterinnen und Mitkämpferinnen, muss ich sie mal nennen, sind alle mit mir d'accord. Ja. Mhm. Gibt es da jemanden, du sagst Mitstreiterinnen, der dein Herzensprojekt so dauerhaft begleitet? Und muss ich jetzt auch mal fragen, den oder die du darauf vorbereitest, irgendwann mal so in 20 Jahren zu übernehmen. Oh Gott, in 20 Jahren. Es gibt, ich sagte ja vorhin schon Family and Friends. Mhm. Also wenn es nicht zu diesem berühmten Exit kommt, dann gäbe es aus familiärer Sicht, also mein Patenkind, das ist, die hat auch die ist BWLerin, die hat auch ihre Bachelorarbeit über das Startup ihrer Tante geschrieben. Ja, cool. Oh, cool. Und dann ist eine ehemalige Studierende von mir dabei, die auch sozusagen, die eine würde das Wirtschaftliche, die andere das Gestalterische. Mhm. Und mein Neffe, der fährt auch mit mir immer zu den Herstellern, der ist Ingenieur, der ist auch Investor bei seiner Tante, ja, Ingenieur cool. verdient ja gut. Ja. Der ist also echt, das ist mein großer Fan. Also es gäbe Leute im Hintergrund und das ist zwar schon, ich habe sehr viel jüngere Brüder, aber das ist schon die nächste Generation. Ne? Ja, also die toll. Werden dann, die wissen auch schon, haben auch alle Unterlagen und dürften auch, falls mir was zustößt. Ja. Ne? Ich bin mir sicher, es bräuchte mindestens drei, um dich zu ersetzen. Elke, jetzt mal ganz ernst. Was sind aktuell deine Herausforderungen? Nach wie vor ist es Fertigung. Das Größte, und das hätte ich nicht ganz so erwartet. Ich komme ja vom Möbeldesign im Schwerpunkt und da sagt man immer so, nach 2 Jahren ist ein Stuhl entwickelt, dann steht er. Aber dieses Thema der Herausforderung eines technischen, ich nenne es jetzt mal ein technisches Gerät, ein mechanisches Gerät, das auf der Straße sich bewegt, dass da, wie viel Neues an dem Caddy ist, das hätte ich selbst so nicht erwartet, wie viel Herausforderung es im feinsten Detail
ist in der Fertigung. Mhm. Und dann geht es weiter, dass ich natürlich, ich bin Designerin, das bin ich mit Leidenschaft, ich brauche auch ein bisschen was zum Weiterentwickeln und Neuerfinden. Ich bin auch gerne Erfinderin, Pröklerin. Ich habe schon so ein paar Ideen im Hinterkopf, was man noch alles so machen könnte. An Zusatzbehör oder an... Nein, verfeinern das Ketti vielleicht doch nochmal. Ich muss ja irgendwann die Männer auch mal erwischen. Im Moment ist es ja so, dass der Ketti zu 98% von Frauen gekauft wird. Und dann habe ich gesagt, naja, Männer, glaube ich, erwische ich nur... Immer wenn irgendwas Brumm-Brumm macht. Also so einen kleinen Motor würde ich gerne nochmal. Autonomous Driving City Caddy für ja, Männer. Ja, genau. mit so Rallye-Streifen. Ja, genau. Also ich denke, naja, aber das jetzt im Ernst, es könnte vielleicht interessant sein, in sehr stark gebirgigen Gegenden, dass man so ein bisschen in Anlehnung an die Golf-Caddys, da gibt es ja sowas mit Motor, mit ja. Mini-Motor-Unterstützung. Und vielleicht mit so einem kleinen Brett, wo man sich noch draufstellen kann. Nein, die sollen selbst gehen. Nein, ich bin gegen das Fahren. Ich bin für das Gehen. Okay, das ist auch gut, um ja. die Muskeln wachzuhalten. Und auch das Gehirn. Also ja, auf jeden Fall. Da gibt es richtige Forschung, ja. dass das Gehen das Allerbeste ist, auch um das Gehirn in guter Bewegung zu halten. Vor allem rückwärts. Ja, auch rückwärts. Ja, nee, tatsächlich. Ich weiß, ja, ja. Alles, was ungewohnt ist, mag das Gehirn. Welche Hürden musstest du sonst noch überwinden? Du hattest gesagt, okay, Fertigung. Und dann hast du erzählt, dass du bei Banken, genau, also das geht dir ja wirklich nicht alleine so. Das geht auch nicht nur Frauen so, es geht allen Start-up-Gründern so. Irgendwann werden die Banken es auch kapieren, so keine Ahnung in wie vielen Jahrzehnten. Aber was gab es noch so für Hürden? Also so du als Frau, Designerin, Unternehmen gründen, da könnte ich mir noch so einiges vorstellen. Ja, Bank ist so das Thema natürlich mit dem Alter. Ne? Mhm. Und was ich auch gemerkt habe, jeder Beruf hat auch so seine Welt und verliert manchmal auch den Blick für die anderen Welten. Ich meine, ich bin zur Bank gegangen, zur Kaffeebank und wollte mich in erster Linie beraten lassen. Mhm. Und die hat dann, und dann bin ich wie eine Designerin hingegangen, hatte eine Aufmachung, wo ich selbst das zum Knutschen fand. Und die nimmt das in die Hand und blättert das so durch und sagt, und wo sind die Excel-Tabellen? Da habe ich gemerkt, Elke, du bist ein Idiot. Also das sind einfach Welten, die sich da zusammentun. Wir hatten nachher ein super schönes Gespräch. Aber ich habe gedacht, die geht in die Knie, ob das schön... Ich hätte auch Wurst verkaufen können. Das war... Also ich hätte es wissen müssen. Ich habe ja auch schon eine Galerie. Also, aber ich habe einfach so verliebt in mein eigenes Produkt und meine geniale Idee, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass die einen ganz anderen Blick haben und ganz anders ticken als ich. Du hast es im Prinzip schon so ein bisschen angedeutet, aber ich muss doch nochmal nachfragen, hast du denn irgendwie einen Sparringspartner, mit dem du vorher mal sowas durchgehst, vorbereitest oder machst du es wirklich, macht Elke das alleine vom Spiegel aus? Also Elke, das Spiegel lasse ich weg, aber nein, Elke macht schon sehr viel mit sich alleine. Ich bin aber eine, die einen guten Freundeskreis hat, auch im Kaufmännischen mich beraten lasse. Ne? Also das ist schon so. Aber ich sag mal, und auch im Technischen, Ingenieure haben mit gerechnet. Also da ist unheimlich viel differenzierte Rechenarbeit dabei. Dazu braucht man Ingenieure. Ne? Mhm. Aber ich bin auch eine gute Mechanikerin. Also ich bin auch eine, die gerne prökelt und probiert und umswitcht. Mhm. Dinge, die es schon gibt, nochmal verändert und nochmal probiert und so. Also ich denke, ich habe einen guten technischen Blick. Aber und wage auch etwas, wo auch andere schon gesagt haben, es bringt gar nichts, das Doppelrad vorne zum Beispiel, wo ich gesagt habe, nein, weil der Ketti immer so zusammenklappte, wenn man also sich nochmal bewegte, wenn man ihn so ein bisschen kleiner gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, was mache ich da? Ne? Also ich wollte nur sagen, also technisches und wirtschaftliches habe ich auch Beratung gehabt. Mhm. Wie viele Stunden pro Woche steckst du da rein? Ja, das ist sehr unterschiedlich, was gerade gefordert ist. Im Moment ist es so, dass ich... ja, wenn ich das mal so rede, also sagen wir mal so 4-5 Stunden am Tag. Eigentlich denke ich immer an City Caddy, aber wenn wir es mal so ein bisschen auf Zeit reden, 4-5 Stunden am Tag. Ja. Toll. Cool. Du bist sehr aktiv im Hamburger Startup-Ökosystem. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns schon da über den Weg gelaufen sind. Ja. 2023 hast du die Starterin. Ja. Das ist ein Wettbewerb vom Hamburg Startups. Da darf ich auch immer mal in der Jury mitsitzen. Und du hast gewonnen in der Kategorie Commerce. Du warst schon öfter Gast bei unserem Female Founders Dinner, das wir mit Lena Weihrauch zusammen machen. Und genau, bist kürzlich super spontan der Idee gefolgt,
im Telekom Flagship Store deine Caddies zu präsentieren. Das fand ich mega. Ich glaube, ich habe dich angerufen. Am nächsten Tag bist du mit den Caddies da angekommen und hast die anderen Ladies, glaube ich, waren es auch nur, ne? Ältere? Nee, das waren Männer, auch Männer wie Frauen. Ja, beides? Das war sehr gemischt. Sehr, sehr präsentiert. Gemischt. Also das finde ich auch mal mega, so diese Spontanität dann auch zu sagen, hey, hier ist eine Opportunity, da jump ich mal rein. Das verbinde ich auch mit dir. Und ich habe den Eindruck, Networking macht dir richtig Spaß. Ja. Wie machst du das genau und was bringt es dir? Ich mag Menschen. Ich habe Kontakt auch noch zu ehemaligen Studierenden. Ich schätze auch Menschen und ich schätze sie auch in ihrer Unterschiedlichkeit. Und ich glaube, das ist auch so meine Kunst, auch mit denen, die mit mir arbeiten und auch im Netzwerk. Ich bin nach wie vor neugierig und finde es einfach spannend, was gemacht wird. Ich habe es auch gesehen bei den Female Founders. Ich finde das so toll, was da alles, was die Frauen, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, die jungen Frauen alles machen. Auch aus unserer Sicht. Und auch das Thema der Starterinpreis, das hat ja einen solchen Schub nochmal gebracht, dass ich nur sagen kann, boah, ich nehme mehr Preise. Ja, genau. Ja, also ich muss selber sagen, ich finde das total bereichernd. Ich habe das auch beim Female Founders Dinner, warst du, glaube ich, auch zweimal oder dreimal, ich weiß gar nicht genau, dabei. Mhm. Und ich finde es einfach bereichernd, dass du kommst mit deiner Energie. Danke. Und mit auch allen irgendwie ein Stück weit indirekt zu zeigen, das geht. Ganz toll. Mhm. Was ich dabei ganz cool finde, ist, dass du gar nicht auffällst. Also das habe ich letztes Mal, als wir dabei in diesem israelischen Restaurant waren, da saß ich so, ja auch irgendwie, oder ich stand dir gegenüber, du saßt, ich stand irgendwie an der Wand, habe mich ja eigentlich mit anderen unterhalten, habe dann so den Blick durch den Raum schweifen lassen und dachte so, das ist irgendwie so schön und so beeindruckend, dass du saßt da und hast mit allen gequasselt, wie wir anderen auch. Oder wie die jungen Frauen und wir dann so mittelalt und so weiter. Und das war aber so eben gar nicht, dass man dachte so, du passt da nicht rein oder so, sondern es war total natürlich. Und das finde ich immer einfach eine ganz tolle Qualität von Menschen. Ja, wir müssen uns nichts vormachen, viele Menschen, die jünger sind als wir, wirken viel älter. Und die Frage ist einfach immer nur die innere Haltung dem Leben gegenüber. Und so dieses, gibt ja auch ganz viele Menschen, die sagen, Glück ist nichts, was man hat, sondern was man sieht. Und da bin ich der Meinung, oder das ist mein Eindruck von dir, du siehst das Glück überall und du nimmst es an und genießt es und machst was draus. Frage nochmal so für unsere Hörerinnen, bist du auch in organisierten Netzwerken aktiv? Nein. Also ich bin... Ich bin immer noch im Vorstand einer Künstlerinnenstiftung. Wie gesagt, das Thema Kunst nimmt mich ja noch mit. Da werde ich jetzt den Vorstand, also ich bin zweiter Vorstand, den ersten Vorstand habe ich schon abgegeben. Ich rück da allmählich raus und will ins Kuratorium. Mhm. Ich merke natürlich auch, die Kräfte werden mit dem Alter nicht wirklich mehr. Das ist einfach die Regenerationszeit ist länger. Ansonsten bin ich noch mal, gründe ich mit einer Freundin gerade noch mal einen neuen Verein, Move Neuro. Ich meine, man hat ja sonst nichts. Move Neuro. Ah, okay. Da geht es Gehirnjogging. Da geht es um die ganzen neurologischen Bewegungsstörungen. Ah ja, okay. Und das ereilt sehr vielen von uns, wie Parkinson, MS und so. Ja. Also ganz viele gibt es da. Und das doppelt sich natürlich mit meinem Interesse, City Caddy. Also deswegen bin ich so ein Freund des Bewegens. Ne? Mhm. Da, also da sind wir gerade in der Gründungsphase. Das ist eine Neurologin, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Und was hatte ich noch so? Ja, das wären dann so organisierte. Ne? Okay, also da eher so inhaltlich getrieben, wo du aber viele Menschen triffst. Aber du bist jetzt nicht in irgendeinem Networking, fürs Networking-Verein. Wie jetzt, was weiß ich, Zonta Rotary, was auch immer es da gibt. Ja. Okay. Stimmt, also dazu bin ich wahrscheinlich zu wenig in diesem klassischen kaufmännischen Denken drin. Ich glaube, da fehlt mir tatsächlich so eine Hirnwindung. Also ich finde es erstmal super schön, dass du im Hamburger Startup-Ökosystem so aktiv bist. Und, ja, genau. Das ist schon klasse. Ja. Üblicherweise sprechen wir in diesem Podcast, der ja Equalizer heißt, sehr über die Rolle der Frau in der Gründung. Bei dir würde ich tatsächlich noch gerne ein Thema dazu holen und das nennt man Neudeutsch Ageism, also die Rolle oder vielleicht die Vorurteile, die du, denen du gegenüberstehst, bezüglich deines Alters. Du erzähltest vorhin, dass du, als du an das Thema Lizenzierung rangegangen bist, schon Ablehnung gespürt bekommen hast, weil du vermutlich nicht mehr ernst genommen wirst. Magst du darüber sprechen? Ja, gerne, kein Problem. Ja, es ist schon so ein bisschen, wie du schon sagst, ich bin ja auch eher nicht so
eine große Erscheinung. Ich muss ja schon immer ein bisschen Hallo schreien. Doch, du bist eine große Erscheinung, nur nicht körperlich lang. Nicht körperlich hochgewachsen, breit. Sagen wir mal so. Dass ich vielleicht so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich in erster Linie durch das Alter wirke, sondern schon eher durch Dynamik. Das glaube ich schon. Auch wenn ich habe gar nichts dagegen, dass man sieht, wie alt ich bin. Also ich freue mich übers Altsein. Aber was man merkt, ist natürlich in diesen Bereichen, wird man schon so etwas drollig beäugt, sage ich mal. So nach dem Motto, schon wieder eine Alte mit einer Idee, da ist keiner richtig spitz drauf. Und dann muss man sich schon sehr bewähren und behaupten zu sagen, Kinder, ich bin dieser, ich denke nur daran, vielleicht kann man das damit erklären, nach der ersten Fernsehsendung kriegte ich ganz viel Anfragen ohne Ende und ich kriegte von 7 Männern eine Ansage, wie ich das erstmal alles richtig machen müsste, was ich alles falsch gemacht habe. Also ich wollte nur sagen, vielen Dank. Man hat so die Neigung, wenn da eine Frau und dann noch was aus Metall macht, das kann nicht richtig sein. Die haben es nie in die Hand gehabt, nur gesehen und ich bin ja damit gefahren und da war ich doch so ein bisschen angefasst. Und da konnte ich die Antwort auch nicht mehr selber machen. Da habe ich das alles an meine PR-Frau weitergegeben. Weil ich das ist ja auch, genau, das ist ja auch in dem, finde ich auch, dann richtig. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich da ja was falsch machen. Ja. Was für eine tolle Chance, die du ergriffen hast und die vielleicht andere Frauen auch ergreifen könnten. Was können wir denn besser machen, damit wir Frauen motivieren zu gründen, auch ich sage jetzt mal, in einem späteren Alter zu gründen. Ich glaube, einmal müssen wir grundsätzlich dieses Thema Altersbild, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also ich finde, wenn in der Politik oder irgendwie in der Gesellschaft über Alter gesprochen wird, wird über Pflegeheim, die kosten Geld und fressen den Jungen das alles weg. Also ich finde, wir schicken so die Alten und die Jungen gegeneinander. Und ich finde, das ist eine Katastrophe. Mhm. Eigentlich müssen wir in der Diversität miteinander wirken. Absolut. Denn wir können beide voneinander lernen. Also nicht, wir sind nichts Gegensätzliches. Und eigentlich möchte jeder alt werden. Und das wünsche ich auch jedem. Ne? Mhm. Also das finde ich immer. Und dann kommt noch die alte Frau, wird immer gleich zur Oma. Ja. Ich bin weder eine richtige Oma, weil ich gar keine Enkelkinder oder geschweige denn Kinder habe. Das heißt, alte Frau ist kein Öhmchen, ne? Sondern alte Frau ist eine das, Weise was sie Frau. Ist. Ja, im Zweifel eine coole Weise Frau. Ja. Ja, genau. Und jetzt ist es ja ein Audio-Podcast hier und ich wünschte jetzt, die HörerInnen könnten dich sehen, wie du hier tutschig sitzt und alles andere als grau und blass durch die Gegend läufst. Ja. Und ich finde, ich wünschte, dass du ganz viele Plattformen bekommst, wo du das erzählst und auch die Rolle, also das Role Model, du bist du ja schon, Elke, aber das noch weiter wächst, weil ich finde, das ist ganz toll, wenn du motivieren kannst, dass andere Frauen auch in dem, also oder ab einem bestimmten Alter nicht aufhören zu gründen, so rum. Ich fand es umgekehrt, ich war ja jetzt bei einer Veranstaltung und dann mein größtes Kompliment war einfach, da musste ich auch pitchen und so weiter und waren auch sehr viele Frauen dabei, Männer und Frauen und dann hatte ich das. Wir waren auch im Hotel zusammen, also längere paar Tage zusammen. Und dann war das einfach so, dass eine zu mir sagt, Elke, wenn man dich agieren sieht, dann freut man sich aufs Altwerden. Ja, schön. Genau. Ja, vor allem mit City Caddy. Ja, genau. Jetzt haben wir ja alle drei hier schon so einige Berufsjahre hinter uns gebracht und auch vielleicht so ein bisschen den Wandel der Zeit in der weiblichen Seite des geschäftlichen Lebens erlebt. Ich muss sagen, ich profitiere total davon, dass ich eben sehr viel immer schon mit Startups zu tun hatte und da sowieso eine andere Kultur herrscht als so in Konzernen, die ich immer von außen eher betrachtet habe und gedacht habe, oh Gott, da möchte ich nicht arbeiten und auch vor allem oft nicht mit den Frauen, die ich damals da kennengelernt habe. Wie gesagt, ich habe das selten persönlich erlebt und auch eigentlich im Startup-Ökosystem so gut wie nie, weil da ist tatsächlich auch innerhalb der Frauen eine total tolle, unterstützende Atmosphäre, überwiegend. Wie hast du das in deinem Berufsleben erlebt? Ich glaube, an Unis ist es ja auch öfter mal so ein bisschen wie im Konzern, dass man sich da so gegenseitig beäugt, zumindest sagen wir mal so. Wie hat sich das in den Jahrzehnten, die du so mitbekommen hast, verändert? Ich weiß nicht, ob sich da so viel verändert hat. Ich muss gestehen, ich konnte immer und kann, ich habe sehr viel in Frauenzusammenhängen gearbeitet als künstlerische Leiterin der Künstlerinnenstiftung. Da habe ich nur mit Frauen gearbeitet. In der Hochschule war das so, ja, ich hatte den leckersten Posten da, ich gebe es ja zu. Also ich hatte die, ich habe
kein Problem mit Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch nicht, das war das größte Unternehmen, die Hochschule, also gehört ja zur Fresenius Hochschule, das war nur das größte Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe. Mhm. Aber auch da bin ich mit den Frauen gut zurechtgekommen. Mhm. Anscheinend vermittle ich da nichts Konkurrierendes oder sowas. Mhm. Ja. Und auch jetzt meine Mitstreiterinnen, ich kann jeden so sehr würdigen in seinem Platz. Und dann, glaube ich, hat man Frauen auf seiner Seite. Und absolut. Seite. Also ich glaube auch total, dass dir das so in deinem persönlichen Miteinander so geht. Hast du das aber auch außerhalb sozusagen deines persönlichen Kreises beobachtet? Oder ist es tatsächlich dir gar nie, hat sich da nichts verändert, ist immer schon... Ich fürchte, dass so ich leide. Also ich finde, also ich weiß, dass es da eine Problematik gibt. Mhm. In der Startup-Szene bin ich ja jetzt erst drin, weil ich ja jetzt erst Startup habe. Da gibt es das auch so gut wie nicht. Nee, da ist, würde ich sagen, gibt es das gar nicht. Kunstszene eigentlich auch nicht. Mhm. Da bin ich ja sonst auch ein bisschen zu Hause im Design. Ich war natürlich immer nicht so in diesen großen wirtschaftlichen Zusammenhängen. Ja. Mhm. Und ich musste nicht Ellenbogen ausfahren, um an meinem Platz zu sein. Ja. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen. Mhm. Aber was du bestimmt mal erlebt hast, weil das haben wir erleben wir ja alle ab und zu, ein Zwischentief. Du strahlst auf mich aus, dass du da eine große Resilienz mitbringst, da durchzukommen. Aber erzähl mal, wie du damit umgehst. Ja, das, also natürlich, das bleibt. Also gerade in der Anfangszeit gab es so Phasen, wo ich denke, bist du denn hier von allen guten Geistern verlassen? Aber das kannte ich schon immer aus dem Gestalten. Da hat man immer so eine Welle. Man hat so die ersten Skribbles und findet sich für genial. Und dann kommt so das weitere Herausarbeiten und dann sackt man ganz tief. Und dann kommt so die Realität und dann stellt man fest, ist doch gut. Und dann krabbelt man wieder so raus. Also eigentlich ist das ein Gestalterverhalten, was ich schon immer geübt habe. Also es ist so ganz klassisch, habe ich eine Methode dafür. Ja, ich glaube, ich habe von Haus aus im guten Sinne eine Naivität. Ich glaube an das Glück, wie du schon sagst. Ja. Ich sehe das Glück und ich denke, ich tue ja keinem was Blödes. Ich will ja was richtig Schönes machen und deswegen habe ich auch ein Recht auf ein gutes Leben. Ja, und auch den Fleiß und das Durchhaltevermögen die Phase definierst du als eine schlechte Phase. Ja. Und dann hast du aber den Biss auch durchzugehen. Ich höre nicht auf, denn nur weil ich unten bin, sondern dann, also das ist wirklich, ich bin so eine, die wie Phönix aus der Asche kommt. Ne? Das Schöne, wenn man unten ist, weiß man ja. Es kann nur noch aufwärts gehen. Also das ist immer so mein Bild. Genau. Wenn es dunkel ist, wird es auf jeden Fall wieder hell. Ja, das Leben besteht aus zwei Seiten. Ne? Sonst erkennt man die andere Seite nicht. Ja, und ich meine, was man ja auch immer sagen muss, ist gerade jetzt, also wir hier in Deutschland geboren wurden und hier leben dürfen, also das ist ja schon so ein Geschenk, dass ich denke, so wirklich ganz viele von den Problemen, die wir hier so sehen, sind in der Gesamtbetrachtung dann vielleicht doch gar nicht so dramatisch. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Ich finde, Alter ist vor allem eine Frage von Haltung und Energie. Und dafür bist du das beste Beispiel, haben wir auch schon heute festgestellt. Ja. Wie machst du das? Ja, ich hatte schon immer, das hat mir neulich eine Freundin auch gesagt, die auch noch ein bisschen älter ist als ich, dass sie sagte, ach, hier nackst und da zwickst. Und dann hat sie gesagt, Mensch, Elke, du wolltest schon immer alt werden, gerne alt werden. Ich habe auch gute Altersvorbilder in der Familie gehabt. Meine Eltern durften nicht so alt werden, aber meine Großmütter und waren auch ziemlich taffe. Die eine war Hebamme, hatte 16 Kinder und ist 96 Jahre alt geworden. Die andere ist Bäuerin gewesen und hatte zwar nur zwei Kinder, aber hatte einen Bauern. Also die haben alle, und die haben Zeiten erlebt. Dagegen ist das hier alles Honigschlecken. Ja. Also das heißt, und meine Lieblingstante, die war immerhin 6-mal verheiratet. Wow. Und hatte ein eigenes Schneideratelier. Wenn man die besuchte so in den Ferien, dann hieß es immer, Elke, wollen wir jetzt zu Karstadt einen Stoff kaufen? Oh ja, wollen wir. Und die hatte damals schon die Vogue. Und als ich jung war, also als ich Kind war, und das ist wirklich schon lange her. Hammer. Und diese Freude an das Recht auf Schönes und die Freude am Schönen. Und ich denke, das habe ich irgendwo mitbekommen oder gesehen, dass man das haben kann. Wenn du auf deine Reise schaust, empfiehlst du anderen Frauen in der zweiten Lebenshälfte auch zu gründen? Und dazu würde ich gerne noch einen Fact mitgeben, ohne dich jetzt in deine Antwort zu beeinflussen. Laut einer Studie des MIT
sind die erfolgreichsten Gründerinnen gar nicht so jung, sondern im Schnitt 45 Jahre. Und die sind eben in allen Dimensionen, die relevant für Start-up-Gründen sind, erfolgreicher als Jüngere oder ja, vor allem, also sind halt im Durchschnitt 45. Empfiehlst du anderen Frauen in ähnlichen Altersgruppen auch Start-ups zu gründen? Ja. Das kann ich einfach machen. Ja, ich würde sagen, also wenn sie es wollen und eine Idee haben. Klar. Und sie müssen sich selbst einschätzen können. Also ich habe ja immer schon wirtschaftlich wackelig gearbeitet. Mhm. Bis sehr wackelig. Ja. Und das muss man aushalten können. Also mit jedem Gründen und mit jedem Unternehmer sein, ist das nicht nur High Level, sondern man muss wissen, wenn es richtig, richtig hart kommt, halte ich das aus. Und es kann kommen. Und das kann man nicht vorher berechnen. Absolut. Das ist, also wenn ich diese Konstitution innerlich habe, wenn es mir wirklich, ich weiß auch in meiner Galeriezeit, ich hatte ein Jahr lang mal, ich habe ja 20 Jahre eine Galerie hier gehabt, ein Jahr lang mal ein ganzes Jahr nichts in der Galerie verdient. Ne? Ich habe gedacht, bin ich denn jetzt hier der Himbeer-Toni, muss ich das alles hinschmeißen? Und ja, und dann kam natürlich, wie als ich dann so weit war hinzuschmeißen, da kam dann ein Riesengeschäft. Und dann denke ich, tja, so ist es, ne? Mhm. Himbeer-Toni, war das Wort? Ja. Großartig, das merke ich mir. Das ist sehr schön. Ja, ich merke mir hier einiges. Ich fand deine zitierten Role Models auch köstlich. Also wir fragen hier viel nach Role Models, toll. Ja, ja. Du bist ein super Role Model und danke. Leider ist das Gespräch langsam zu Ende. Ja. Und ich darf noch eine Frage stellen. Hast du noch weitere Top-Tipps an Gründerinnen? Ich denke, etwas sehr wichtig ist es, wenn man an die Idee glaubt, das durchhalten und befragt Leute mit Expertisen, aber lasst euch auch von Menschen mit Expertise nicht erschüttern. Denn jeder spiegelt nur sich in eurer Frage und nicht euer innerstes Verhalten dem gegenüber. Tretet nach hinten, betrachtet es und sagt dann aus eurem eigenen Inneren, was ihr wirklich wollt. Toll. Vielen Dank, Elke. Ganz toll, dass du hier warst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das City Caddy nicht nur in UK, sondern auf der ganzen Welt von allen coolen Menschen gefahren wird. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich drauf, dass wir uns hoffentlich demnächst auch weiterhin so viel über den Weg laufen. Und auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned. Danke, dass ich hier sein durfte.